Skill-based matchmaking. You either love it or you hate it. Most of us hate it, I'm gonna be honest. But what if I told you that we reverse engineered skill-based matchmaking? What if I told you that people have been doing it for a while and they can get any lobby they want? That's right, the lowest of the low. The bottom of the barrel. Ride with me. I might come back to life. The look in your eyes starts to sing Frankenstein. I'm sad. Familienaccount-Taktik. Ich will nur mit meiner kleinen Schwester. Und man deswegen reverse-boosten muss, so nennt sich das Ganze. Sich diese ganzen Abschaum-YouTuber momentan reinschieben. Die Querdenker unter euch. Die Frage, die man sich aber jetzt natürlich stellt, ist, ob man ein Cheater ist, wenn man SBMM umgeht. Jeder kann jetzt für sich selbst entscheiden, ob es Cheaten ist oder nicht. Steiners, wie kann ich sagen, dass ihr immer nur Bronze-Lobby spielt? Das ist so dumm. Moin, herzlich willkommen. Heute haben wir zwei große Themen. Einmal Cheaten in Call of Duty Black Ops Cold War und Cheaten in Call of Duty Warzone. Kurz vorab, den Titel sowie das Thumbnail habe ich als Antwort auf Blackout CODs Video erstellt. Dem werde ich allerdings nach 2-3 Tagen, dann wenn die richtigen Leute das Video gesehen haben, sofort ändern. Thumbnail wird geändert und der Titel auch. Da werde ich mir ja irgendwas Schönes, Provokantes, Clickbait-mäßiges überlegen, damit das Video umso mehr Reichweite generiert. Ich habe dieses Video mit dem Hintergedanken erstellt, um die Call of Duty Community einmal aufzuklären, was Cheaten ist und was nicht. Einige kleine YouTuber haben dazu auch schon Stellung bezogen, die waren allerdings schlecht recherchiert und beinhalteten viele Falschaussagen. Dazu will ich noch auf die großen Content Creator rund um Call of Duty eingehen, die ihre Community Sachen verschweigen, nicht hundertprozentig die Wahrheit sagen und dafür andere Leute in der Öffentlichkeit gerade stehen lassen. Nach mehreren Anspielungen auf das Thema Warzone sowie die SBMM-Manipulation in Warzone, wie das Ganze funktioniert und so weiter und so fort, habe ich mich damit mal auseinandergesetzt. Ich werde ab dem Part, wo Warzone ist, keine Namen nennen, ich kann keine Namen nennen, wenn ich diese Beweise, die ich habe klare Beweise, alles auf meiner Festplatte, werde ich auch den richtigen Leuten zukommen lassen. Ich kann keine Namen nennen. Weil wenn ich die Beweise leake, dann weiß auch jeder die Methode und dann haben wir nächste Woche, vielleicht auch schon in 2-3 Tagen, hat jeder Spinner auf ganz YouTube ein 50+ Gameplay und denkt, er wäre der Größte damit. Nur ich möchte die Community aufklären, wie das Ganze in Warzone funktioniert, ohne dass irgendein Zuschauer in verschiedenen Gameplays, wie in Streams oder was auch immer, irgendwas mitkriegen kann. Seid auf jeden Fall gespannt. Kommentare, die hetzerische Inhalte oder unsachliche Kritik sowie Beleidigungen oder Spekulationen über das SBMM in Warzone, wie man es manipulieren kann und so weiter und so fort, werden gelöscht. Auf Twitter wurde genug Hetze schon verbreitet von der Gegenpartei. Hier wird keine Plattform geboten fürs Cheaten sowie für irgendwelche Hetze oder Beleidigungen. Falls ihr Stellung bezieht, werde ich eure Kommentare mit einem Herzchen kennzeichnen, dass sie direkt oben geratet werden, dass die Community sehen kann, was ihr dazu sagt, bla 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 bla. Wie gesagt, benimmt euch unten in den Kommentaren oder ihr werdet gelöscht. Ich möchte mit diesem Video auch keine Hetze verbreiten. Ich werde das, was ich sage, werde ich belegen und prüfen und werde ich hier alles in diesem Video einblenden. Bei einer Excel-Tabelle wird es auf gar keinen Fall bleiben. Ich werde alles belegen. Fangen wir direkt mit dem Thema Cold War an. In Cold War könnt ihr ganz leicht das SBMM umgehen mit verschiedenen Neffen-Accounts. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal ladet ihr den Neffen-Account ein oder joint ihn in eure Party und dann sucht ihr das Game. Und somit habt ihr sogenannte Mixed Lobbies. Wie die Verteilung davon ist, kann kein Mensch sagen. Man hat in manchen Runden schlechtere Gegner, in manchen Runden hat man bessere Gegner. Wie die schon sagen, es ist ein zusammengewürfelter Haufen aus einer Mischung aus man selber, sprich einen, der gute Stats hat und einen, der unterirdische Stats hat. Wie man so einen Neffen-Account erstellt, ist ganz einfach. Könnt ihr euch auch das SBMM-Experiment von John Rage anschauen. Ihr nehmt einfach einen Account, läuft rum wie der letzte Bot, dann habt ihr eine KD zwischen 0,12 oder sowas, jetzt einfach mal was aus der Finger gezogen.
Und damit formt ihr halt einen künstlich unterirdischen Spieler und den könnt ihr dann in eure Party einladen oder joinen. Die zweite Möglichkeit, das SBMM zu manipulieren in Cold War, ist ziemlich einfach. Ihr sucht eine Lobby mit eurem Neffen-Account. Wenn ihr eine Lobby gefunden habt, versucht dabei zu treten. Müsst natürlich auch das perfekte Timing haben, also man braucht da schon ein bisschen Skill für, sonst klappt das nicht. Das mal vorne weg. Falls das nicht klappt, sucht ihr einfach neu und so weiter und so fort. Wenn die Runde startet, geht ihr einfach raus mit eurem Neffen-Account. So kann dann ein beliebiger Spieler noch mit in die Runde reinjoinen. Natürlich ist dann das Skill-Based Matchmaking ein bisschen angehobener. Das heißt, die Chance auf einen besseren Spieler in eurem Team steigt. Was genau daran Cheaten ist, werde ich euch jetzt erklären. Ich werde es kurz abarbeiten. Ich will da nicht so ein großes Fass von aufmachen, weil es einfache Fakten sind, die man jederzeit widerlegen kann. Da viele YouTuber ihren Senf da schon zugegeben haben, aber leider diesen ganzen Wikipedia-Beitrag irgendwie nicht richtig analysiert haben. Keine Ahnung, ob die das in der Schule nicht gelernt haben. Wir schauen uns das auf jeden Fall mal an. Als Cheat, Englisch für Betrug, Schwindel oder Schummeln oder Mogeln, wird die Möglichkeit bezeichnet, in einem Computerspiel selbst oder durch externe Programme das Spielen einer nicht dem gewöhnlichen Spielverlauf entsprechende Weise zu beeinflussen. Okay, das können wir erstmal so stehen lassen. Unter den Absatz Cheat-Techniken finden wir einmal Ausnutzung von Programmfehlern, in Klammern Bug-Using, was Bugs und Glitches sind, das sollte eigentlich jeder wissen. Ja, es zählt auch zu Cheaten. Ihr kennt zum Beispiel den Stim-Glitch aus Warzone, da kann man sich unendlich diesen Scrim reinkloppen. Das heißt, ihr könnt im Gas rumlaufen und so weiter und so fort. Dazu habe ich hier noch ein Video von Stylus, so ist die neue Auswahl absolut OP in Warzone. Hier handelt es sich auch um einen Bug, um einen Spielfehler, der durch das 10er Mech an der Waffe auftritt. Das heißt, ihr könnt mit diesem Mech durch alle Wände, egal ob das nur eine Pappwand ist oder eine Metallwand, was ihr auch im Video seht, könnt ihr einfach so durchschießen, auch durch mehrere Wände hintereinander. Natürlich wird das von den Leuten komplett abused. Man nimmt noch diese komischen Sensorgranaten mit, damit man auch direkt durch die Wände sehen kann, wo die einzelnen Gegner sind. Dann habe ich noch ein Video von Stylus, die unfairste Waffe aller Zeiten im Warzone. Da spielt er die Farmers. Das ist natürlich auch ein Spielfehler. Die Farmers, sie wurde gebufft, also sie wurde verstärkt in der Reichweite. Die Entwickler haben mal wieder nicht nachgedacht, wie auch bei fast allem, was sie in diesem Spiel tun. Und haben den Schrotflintenaufsatz direkt mit verstärkt, also die Reichweite. Man konnte so auf gut 10 bis 15 Meter konnte man fast alles One oder Two hitten damit. Ist auf jeden Fall ein Spielfehler und er wird hier auch wieder komplett abused. Hier habe ich noch einen Bug für euch. Dieser wird präsentiert von dieser King Phil. Juggernaut Bug zerstört Warzone. Er zeigt in diesem Video, wie man unendlich viele Juggernauts multiplizieren kann. Laut seiner eigenen Aussage soll jeder in der Community die Möglichkeit haben, diesen Bug zu nutzen, damit es wieder einigermaßen balanced ist, dass jeder, wie gesagt, die Möglichkeit hat, im Team einen Juggernaut zu spielen, weil man sich wahrscheinlich wundert, warum in letzter Zeit so viele Juggernauts auf der Karte rumlaufen. Ja, muss halt jeder selber wissen, was er davon hält, ne? Doch was jetzt SBMM-Manipulation mit Cheaten zu tun hat, ist auch eigentlich ganz simpel. Es handelt sich um Exploits, sprich Fehlernutzung, Systemfehlerausnutzung oder Systemstörung. Viele von euch sind der Meinung, dass Neffen-Accounts legal sind, um damit eine Lobby zu finden. Nein, ist es nicht. Es ist vom Spiel beabsichtigt, dass man, wenn man einen guten Spieler hat und einen schlechten Spieler oder halt zwei gute Spieler und einen schlechten Spieler, dass man ein gewisses Mittelmaß findet, damit der schlechtere Spieler auch die Chance hat, Kills zu machen. Na gut, dann stechen halt die besseren raus, aber im Gegnerteam hat man ja auch dann ein, zwei bessere. Und das wird schamlos ausgenutzt von manchen Leuten, um halt seinen Main-Account einen Vorteil im Spiel zu verschaffen, weil hinter dem Neffen-Account verbirgt sich immer noch derselbe Spieler. Falls ihr jetzt sagt, Spieler mit meiner Schwester, Nein, tut ihr nicht. Die Beweise liefert ihr in euren Videos, in euren Streams. Was weiß ich, die Beweise sind klipp und klar fest, das ist eine Manipulation des SBMMs, das ist ein Exploit und verschiedene Seiten haben davon auch schon berichtet. Beispielsweise GameStar hat da schon darüber berichtet, was genau die Cheater machen, worum es sich handelt. In Bezug auf Warzone und Cold War könnt ihr euch alles durchlesen, ist alles nachvollziehbar. Triple Leaks hat auch schon darüber berichtet, um gewisse Cold War, Warzone, Modern Warfare Manipulationen, die schamlos ausgenutzt werden. Und vom internen Kreis von Activision wird auch schon eine Lösung gearbeitet. Natürlich ist die Lösung des Ganzen nicht innerhalb von 2-3 Monaten abarbeitet, weil sie wollen ja immer noch mit dem Skill-Based Matchmaking, dass wenn gute Spieler mit schlechten Spielern zusammen eine Lobby suchen, dass eine gewisse Mixed-Lobby entsteht, dass sowohl gute Spieler als auch schlechtere Spieler ihre Kills machen, um so halt bei der Stange gehalten zu werden. Dass das natürlich schamlos ausgenutzt wird von gewissen Pro-Playern, ist ja natürlich klar. Hätten sie sich vorher Gedanken machen drüber müssen.
aber ich hoffe, sie arbeiten an einer Lösung, um diese ganze Cheaterei mal ein Ende zu setzen. Wie natürlich die Gegenpartei reagiert, ist so selbstverständlich. Da wird alles kurz und klein geredet, jeder wird in den Kommentaren gelöscht oder gebannt oder blockiert auf Twitter wie im Kindergarten. Aber anstatt einfach mal die Realität vor Augen zu sehen, werden Twitter-Posts erstellt, wo ein gewisser Pro-Player mit einem Noob-Account bzw. mit einem Zweit-Account, Neffen-Account in der Lobby ist, um halt eine bessere Lobby zu finden, und wird es direkt gleichgestellt mit Wallhacks, was natürlich auch beides Cheaten ist. Das ist doch eine ganz klare Kiste. Leider habe ich an dieser Stelle nicht die Möglichkeit, auf sachliche oder argumentative Aussagen einzugehen. Deswegen habe ich mir einfach mal Aussagen rausgesucht, die ich so im Netz finden konnte. Wie gesagt, ich habe leider nicht viel Spielraum. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ganz kurz zum Ende, das fällt mir jetzt gerade ein, nachdem ich das Video eigentlich schon fertig recorded hatte. Und zwar sind die Gameplays natürlich mit unserer Familienaccount-Taktik entstanden. Das heißt, Floyd und ich sind zusammen in der Lobby, spielen ganz normal, und wir haben noch einen dritten Account auf einer anderen Konsole, der eben schlechte Stats hat, um das Matchmaking eben ein bisschen zu vereinfachen. Ja, richtig, ihr manipuliert das Skillbase Matchmaking damit. Dass wir gemischte Lobbys bekommen. Es ist absolut nicht so, dass wir in jeder Lobby eine Nuke-Lobby bekommen, wo wirklich keiner zurückschießt. Ihr seht, und auch Floyd ist teilweise nicht so gut aus den Runden rausgegangen. Es war nur einfach ein sehr, sehr guter Tag bei mir. Und außerdem ist es scheißegal, ob man eine gute Runde mit diesem Neffen-Account hat oder eine schlechte Runde mit dem Neffen-Account. Ab dem Zeitpunkt, wo man eine Lobby sucht und der Joint mit dem Neffen-Account, ist es Cheaten. Es ist scheißegal, ob da 6 Scums im Gegnerteam sind oder 6 Bots. Macht auf jeden Fall nicht in jeder Runde einen Nuke. Jeder Content-Creator macht das mittlerweile so, ist einfach was ganz Normales geworden. Jeder Content-Creator macht das zurzeit, also ich kenne nicht, dass jeder Content-Creator das macht. Nur gewisse Pro-Player, die unbedingt ein 50+ oder ein Nuke-Gameplay machen wollen, machen das. Um das mal klarzustellen, ne? Deshalb, bevor da irgendwie dumme Kommentare oder sowas kommen, ihr könnt euch auch gerne jeden Tag meinen Livestream angucken. 10.30 Uhr sind wir jeden Tag live. Ihr werdet sehen, nicht jede Lobby ist einfach, sind auch sehr, sehr oft Schwitzer dabei. Ist einfach ein bisschen gemischter, und wenn ich das Spiel nur mit Main-Account meiner 2,4er-Quote oder sowas spielen würde, hätte ich nach einer Stunde keine Lust mehr und würde wahrscheinlich gar keinen Content bringen. Deshalb spiele ich das so. Kurz und klar, ausgedrückt auf Deutsch, entweder mache ich die Taktik oder ich bringe keinen Content mehr. Dumme Kommentare, wie du im Video schon erwähnt hast, habe ich hier mal rausgegraben. Da hast du einen Kommentar von dir angepinnt, muss hier leider ein bisschen in den Kommentaren aufräumen. Zu viele dumme Leute unterwegs. Ich unter anderem habe unter dem Video kommentiert und habe meine Meinung sowie meine Meinung mit Fakten belegt und wurde als dumm abgestempelt, nur um das vor seine Community zu verstecken. Ding spielen, ne? Was ich da schon wieder sehe, was da wieder Leute schreiben hier zu dieser Account-Sache, Digga. Wenn ich mit meiner scheiß Schwester spiele, Digga, sagen wieder Leute, Cheater, Schummler. What the fuck, sagt ihr, geht's euch gut, Alter? Das hat überhaupt nichts mit Cheaten oder Schummeln zu spielen. Ich spiele nur mit meiner kleinen Schwester! Doch, John, das ist Cheaten. Deine Community, die unter den einzelnen Posts oder Gameplays kommentiert, liegt vollkommen richtig. Braucht man auch nicht kleinreden, das ist Cheaten. Ich weiß auch nicht, was das für einen Unterschied macht, ob man da jetzt Reverse-Boosten zu sagt oder Cheaten. Es kommt beides aufs Gleiche hinaus. Es ist vom Spiel nicht so vorgesehen, es ist Schummeln. Ganz klare Kiste. Da braucht man auch nichts immer schönreden und so. Ach ja, und einmal für den Hinterkopf. Die beiden Videos kamen am 18.11. sowie am 23.11. raus. Das müsst ihr euch einmal im Hinterkopf behalten, da werde ich gleich nochmal zukommen. Im Hintergrund seht ihr gerade ein Video von John Rage, das hat er hochgeladen auf seinem Kanal Mac 10, gib mir einen Kuss. Da erklärt er, wie man unter anderem Lobby surft. Das ist nochmal eine gewisse andere Methode, das SBMM zu manipulieren. Man nimmt einen Neffen-Account, joint in der Lobby, guckt sich die Levels und die Namen an. Anhand des Levels und des Namens kann John direkt erkennen, ob es gute oder schlechte Spieler sind, was für ein Unsinn. In seinem Video erwähnte er außerdem noch Phalaxi, der laut seinen eigenen Aussagen, der mal gut eine halbe Stunde durch die Lobby surft, um somit die perfekte Noob-Lobby für ihn zu finden. Wenn ihr mir nicht glaubt, könnt ihr gerne nochmal anhand des Titels oder des Links das Video raussuchen und euch selber nochmal anschauen. Doch was machen diese YouTuber denn aktiv gegen SBMM, ohne halt zu cheaten? Und rumzuheulen natürlich. Was fällt euch ein? Gar nichts. Ich kann euch sagen, jeder, der gegen das SBMM geheult hat von den großen Creatern, hat selbstverständlich den Battle Pass gekauft, hat selbstverständlich mal wieder ein paar Skins gekauft, ein paar Operators und so weiter und so fort, und wollen das dann damit rechtfertigen, ja, ich bin ja Creator, ich muss ja meinen Content bringen, ich will ja die Waffen sofort spielen und euch zeigen, und es sind auch nur 50 Euro, um das einmal hier aufzuführen, es sind nur 0,002% an diesem ganzen Gesamtumsatz von einem Monat oder so. Ihr heult doch die ganze Zeit rum und steckt da noch Geld, in denen ihr einen Arsch rein.
schreiben. Was für ein Unfug, Mann. Und die verstehen es einfach nicht, dass es der Community, was auch schon Leute auf Twitter geschrieben haben, John, kauft bloß nicht den Battle Pass. Könnt ihr euch auch nochmal angucken, das Video. Findet da ja, wie gesagt, den Link und den Titel. Dass sie sagen, kauft den bloß nicht. Weil ihr heute ja die ganze Zeit rum wegen dem SBMM und kauft dann noch den Scheiß aus denen ihren Shops. Es geht hierbei nicht um irgendwelche 50 Euro, um irgendwelche 2 Euro oder 10 Euro. Es geht einfach ums Prinzip, dass man diese Firma, dieses Unternehmen nicht weiter unterstützt. Wenn man schon dieses Spiel gekauft hat, ist die einzige Möglichkeit, den Mittelfinger an Activision zu zeigen, keine Skins, kein Battle Pass mehr zu kaufen. Und wenn ihr das macht, ist natürlich voll in Ordnung, weil ihr müsst ja euren Content bringen. Aber dann noch zu sagen, also als Privatperson würde ich mir den jetzt ja nicht kaufen. Die Amerikaner hingegen haben sich zusammengetan und haben gesagt, kauf bloß nicht den Battle Pass, kauf bloß keine Skins und so weiter und so fort. Boykott the Battle Pass und unsere deutschen YouTuber schauen wie immer nur auf die Klicks. So, und ich habe ja gesagt, ihr sollt euch ein paar Daten merken. Jetzt kommen wir einmal zu einem sehr wichtigen Thema. Und das ist einmal von Kugelmagnet Eddy, versteckte Mechaniken, Hitboxen, Aim und Matchmaking Call of Duty Cold War. Dieses Video kam am 8.12. raus. Und wie wir wissen, Stylers Ansage sowie die Videos von John Rage sind viel früher gekommen. Nur um das einmal klarzustellen, laut den ihren Aussagen hetzen ja nur die Leute aus Kugelmagnets Eddy Community sowie die Kritiker, die aus Kugelmagnets Eddys Community kommen, gegen sie, was totaler Unfug ist, weil es diese Kommentare schon viel, viel früher gab. Die werde ich euch gleich zeigen. Aber erstmal kommen wir dazu, dass Falaxi ein Video aus dem Kontext gerissen hat. Ich weiß gar nicht, ob er das komplette Video gesehen hat oder ob es ihm zugeschickt wurde. Keine Ahnung, ist mir auch Latte. Aber ich zeige euch das einfach mal. Ich finde es völlig okay, dass es eine Anfängerlobby gibt, wo, wenn man neu ist und auch nicht besonders gut, wirklich nur in der beschützten Umgebung einfach in Ruhe das Spiel lernen kann. Überhaupt kein Thema. Das sind ja die Lobbys, in die sich diese ganzen Abschaum-YouTuber momentan reincheaten, damit sie dann ihre Gameplays schaffen. Diese Leute fühlen sich natürlich durch diese Aussagen getriggert. Galaxy schreibt, wir sind scheinbar Abschaum-YouTuber für Eddy. Keine Ahnung, wo ihr das her habt. Er hat keine Andeutungen. Er hat sowie keine Namen genannt. Keine Ahnung, wo ihr euch das aus den Finger zieht. Dann schreibt er noch, dass Eddy behauptet im neuen Video, dass er glaubt, dass es manipulierende Mechaniken gibt, die sein Gameplay schlechter machen. Beispielsweise der Ping, der auch schon von amerikanischen YouTubern geprüft wurde, dass wenn du besser bist, einen höheren Ping hast und wenn du schlechter bist, einen niedrigeren Ping hat. Dafür wird er noch als Querdenker der COD-Szene bezeichnet. Naja, ich würde sagen, wir schauen uns mal ein etwas längeres Ausschnitt aus Eddys Video an. Das könnt ihr euch selbstverständlich auch noch mal komplett angucken. Es ist ein Online-Spiel, wo man sich an anderen Spielern misst. Und wer keine Lust hat, aufs Maul zu kriegen, der kann doch einfach auch ein Singleplayer-Game spielen oder erstmal gegen Bots. Das haben wir früher auch so gemacht. Ich finde es völlig okay, dann ihre Gameplays schaffen. Aber sobald man aus dieser Ebene raus ist, sollte das ein faires Spielfeld sein. Und da wird es immer einen geben, der besser ist und es wird immer einen geben, der schlechter ist. Und so soll das auch sein. Menschen sind unterschiedlich gut in unterschiedlichen Dingen, aber sie können sich auch verbessern. Man lernt am ehesten durch Niederlagen. Und zum Thema SBMM, da stimme ich Eddy vollkommen drüber ein. Ich habe zum Beispiel früher mit Black Ops 1 angefangen und ich bin besser geworden, indem ich mir die Abschusskameras von besseren Spielern angeschaut habe und konnte daran erkennen, was für Aufsätze sie spielen, was ihr Movement ist und so weiter und so fort. Wenn du nur Leute in deinem Skillbracket hast, dann kannst du dich nicht verbessern. Anschließend muss er sich anhören, dass er Querdenker der COD-Szene ist, ein Querdenker ist, ein was weiß ich alles ist, ein Attila Hildmann, was weiß ich, keine Ahnung, wie die darauf kommen. Es werden weder Leute angesprochen, es werden weder noch Andeutungen gemacht. Er redet von Anfängerlobbys. Diese Leute, die spielen noch nach ihren Aussagen in Mixed-Lobbys. Wo ist das fucking Problem, frage ich mich. Hier bezeichnet dieser King Phil Eddy als Attila Hildmann und ich meine, jemanden mit Attila Hildmann zu vergleichen, nur weil er in dem Videospiel eine andere Meinung hat als man selber oder sich gegen eine gewisse Bubble auflehnt, die sich in Anfänger-Brackets reinboostet, womit ihr überhaupt nicht gemeint seid, ist es schon sehr, sehr arm. Und wer Attila Hildmann ist und was Querdenker machen und so weiter und so fort, ich glaube, das muss ich hier nicht weiter erklären. Aber ich habe mal für euch ein Video rausgesucht, Statement zu SBMM ist endlich normal in Black Ops Cold War vom 20.11. Mein erstes Statement auf meinem Kanal, auf meinem recht jungen Kanal. Ich muss vorweg sagen, dass ich es nicht gewohnt bin, so viele Leute, also dass ich so eine Reichweite habe. Also irgendwie werden meine YouTube-Videos im Moment relativ gut vorgeschlagen und vielen Leuten vorgeschlagen. Dementsprechend muss ich mir in Zukunft auf jeden Fall, das nehme ich vorne mal weg, muss ich mir in Zukunft etwas mehr Gedanken machen, wie eine große Masse an Menschen auf gewisse Dinge reagieren und vor allem, wie Leute drauf reagieren, die sich nicht mit mir auseinandersetzen. Ich kann ja auch nicht voraussetzen, dass jeder, der ein Video von mir schaut, sich vorher mit mir, mit meiner Person auseinandersetzt, guckt, was ich sonst immer für Videos mache. Das ist, denke ich, tatsächlich zu viel verlangt.
Erstmal finde ich dieses Statement sehr positiv. Du sagst richtig viele korrekte Dinge. Aber wie du schon sagst, du musst dir mehr Gedanken machen, wie eine breite Masse auf dich reagiert. Sprich, es gibt Leute, die finden das SBMM-Cheaten cool. Und es gibt Leute, die finden das SBMM-Cheaten halt scheiße. Ganz egal, ob SBMM gut oder schlecht ist. Das mal vorneweg. Das hat damit gar nichts zu tun. Nur du machst etwas und Leute finden es halt nicht cool. Vor allem ist dieses Statement darauf bezogen auf ein vorheriges Video von dir, wo du gesagt hast, SBM ist endlich normal. Das ist zum Beispiel auch deine subjektive Wahrnehmung gewesen. Gut, dann kam Update, dies und das. Aber du wurdest daraufhin halt beleidigt von einigen Leuten, was erstmal komplett uncool ist. Aber du wurdest zum Beispiel bei dieser Diskussion mit Eddie überhaupt nicht beleidigt. Deswegen verstehe ich gar nicht, wo das Problem ist, nur weil einer eine andere Meinung hat und jemand einfach so in den Raum reinblubbert, Abschaum-YouTuber, dass du dich dadurch angesprochen fühlst. Obwohl du ja gar nicht in Anfänger-Bracket spielst. Weißt du, wie ich meine? Wieso sagst du etwas, was du ein paar Tage später wieder revidierst? Das macht in meinen Augen überhaupt gar keinen Sinn. Obwohl, was du da gesagt hast, richtig gut ist. Aber dann halte ich doch auch dran. Aber wo wir gerade schon bei dir sind, Phil, du hast einen Warzone-Meta-Jahresrückblick mit Stylus, Phalaxy, John Rage, Floyd und Sepho gemacht, wenn man den richtig ausspricht. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Du hast ein Video gemacht, Meta-Jahresrückblick. Da haben die verschiedenen YouTuber einzelne Klassen vorgestellt, die in dem Jahr halt Meta waren. Dann habe ich dir Neuer geschrieben, ist das ein Gelutsch auf diesem Kanal, alle Lobby-Cheater aus Cold War in einem Video. Das gibt's doch gar nicht. Dafür muss ich mich allerdings entschuldigen, ich werde in Zukunft keine negativen Vibes mehr irgendwo unter irgendwelchen Videos verbreiten, wenn ich irgendwas habe oder so. Dann werde ich das auf Twitter ausdiskutieren, so wie ich das auch schon gemacht habe. Was aber dein großer Fehler an der Sache war, dass du dachtest, du wärst lustig, wie deine Kollegen irgendwelche Leute auf Twitter bloßzustellen. Dachtest einfach, du postest mich mal da rein, dass du dir da ins eigene Fleisch mitgeschnitten hast. Ich glaube, das weißt du mittlerweile selber. Ja, er hat mich da repostet und dachte, er sei lustig damit. Und dann habe ich ihn mit Fakten bombardiert und diesen, keine Ahnung, ob das von dir ein Zuschauer ist oder so. Ich nehme mal an, der kommentiert auf jeden Fall auch immer fleißig bei SBMM mit und so weiter und so fort. Den habe ich auf jeden Fall mit Fakten bombardiert, habe mich rechtfertigt, Leute einfach zu reposten und dann sie zu blockieren, weil man merkt, oh, der ist ja doch nicht so auf den Kopf gefallen wie die ganzen anderen Hater. Na, war eine falsche Idee von dir. Ja, und jetzt kommen wir zum Thema Danke, Eddie. Finde ich auf jeden Fall ein richtig cooles Thema. Da wird für jeden negativen Kommentar wird einmal ein Danke, Eddie ausgesprochen und wird damit gleichgesetzt, dass jeder Hate von Eddie kommt, beziehungsweise aus Eddie seinen Reihen, aus Eddies Community und so weiter und so fort, was totaler Unfug ist. Ich habe hier einfach mal ein paar Sachen rausgesucht, hier zum Beispiel vom 23. November, wir halten fest, im Dezember kam das erste Video, davor gab es eine ganz kleine Twitter-Diskussion rund um das Thema, dass Eddie das nicht schön findet und so weiter und so fort, da wurde er auch schon als Querdenker und was nicht alles bezeichnet. Aber dass dieser ganze Hate schon vor Eddies Video kam, das will ich euch hier einmal zeigen. 23. November hat der Nivek oder wie der heißt, geschrieben, spiel doch in Private gegen Bots und lade es hoch, hat denselben Unterhaltungswert. Das hat er zum Beispiel geschrieben am 23. November. Dann haben wir am 7. Dezember hat Stylus geschrieben, früher war man der King, wenn man solche Gameplays hochgeladen hat. Heute kriegst du Hate, wenn nicht 6 Competitive-Spieler im Gegnerteam sind. Hä? Das Hate, weil du cheatest. Am 12. Oktober schreibt jemand an Stella so sad, zu was sie einen treiben, holy shit. Am 17. November 2020 schreibt jemand an Stella no hate, aber ihr nehmt euch doch alle viel zu wichtig. Glaubt ihr, paar Prozent der Spieler bekommen gegen die Marketing-Management-Ebene eines Milliardenkonzerns an? Mir tut's auch weh. Aber bevor ich den Tag mit Reverse-Boosten verschwende, spiele ich doch lieber normal oder gar nicht. Am 12. Oktober schreibt beispielsweise einer, Reverse Boosten ist ekelhaft. Und daraufhin schreibt einer, ich nehme mal an aus deiner Community, Digga, du bist so ein Huren, hä? Aber da zum Beispiel Eddie auch negative Kritik bekommt, habe ich euch mal hier ein paar dagelassen. Das sind halt nicht wirklich die hellsten Kerzen auf der Torte, werde ich euch einfach mal da lassen. Mein absoluter Lieblingsfavorit ist der Post hier von Kugelmagnet Eddie. Er schreibt, also du schreibst mir, dass ich etwas vergessen habe, das ich im Video absolut nicht vergessen habe. Naja, du siehst dann halt wie ein Trottel aus. Ist ja dein Ding. Daraufhin einer vom Legacy-Team, Legacy Fani oder wie der heißt. Okay, krass, jemanden auf sein Aussehen zu reduzieren, oben sein Aussehen zu kennen, ist echt krass. Ich schätze mal, ohne sein Aussehen zu kennen, ist echt krass. Ja, einfache Rhetorik hätte man diesen Satz auf jeden Fall verstanden. Jetzt kommen wir zum zweiten Video von Eddie. Der lässt sich natürlich nicht lumpen und macht noch ein Video hinterher.
paar Wochen oder Monate später. Wir schauen uns das Ganze mal an. Könnt ihr euch natürlich auch nochmal selber reinziehen, falls ihr denkt, ich ziehe was aus dem Kontext wie die anderen. Gar keinen Fall. Jetzt gibt es allerdings auch noch ein Bracket unter dem Anfänger-Bracket. Das wird auch oft als Protected Bracket, als Potato Bracket oder sogar als Disabled Bracket bezeichnet. Und das liegt daran, dass dort wirklich Leute spielen, die tatsächlich wirklich körperliche Beeinträchtigung haben. Das sind Leute, denen fehlen vielleicht ein paar Finger, das sind Leute, die spielen mit einem Arm. Ja, ist doch komplett legit die Aussage, oder? Naja, wir schauen uns einfach mal an, die Reaktion ist natürlich wieder dieselbe. Man kann sagen, dieselbe Diskussion, nur mit ein paar anderen Leuten dazu. Legacy Millix sagt beispielsweise, neues Video, lol, paar Behinderte durch die Lobby geschossen, hat ein Thumbnail, wo Millix Headshots verteilt an MSDK Dark Dragon und an Kugelmagnet Eddie und dahinter noch ein Behindertensymbol macht. Dann photoshoppt er noch irgendeinen Schwerbehindertenausweis, finde ich jetzt nicht so toll, weil einige sogar unter Eddies Video runtergeschrieben haben, dass sie Kollegen haben oder selber einen Unfall hatten und deswegen vielleicht ein Arm fehlt oder sie nicht mehr richtig sich bewegen können und glücklich über solche Lobbys sind, um einfach in Ruhe ein Spiel zu spielen. Die wollen auch gar nicht die größten Pro-Player sein und die Leute sind glücklich darüber, dass sie da in Ruhe spielen können. Dafür ist so eine Protected Lobby da, was auch schon der Name sagt. Das ist eine geschützte Ebene, wie Eddie auch öfters in dem Video erwähnt, wo nur diese Leute was zu suchen haben. Da hat kein Pro-Player, der sich anmaßt, irgendwelche New Gameplays zu machen, was zu suchen. Lass die Leute da in Ruhe. Es wurden Sachen in den Mund gelegt, was überhaupt nicht gesagt wurde. Wen Eddie mit dem Video meint, habe ich hier nochmal einen Ausschnitt aus Eddies Video rausgesucht, was ich euch hier einmal zeigen möchte. Jetzt hast du einen YouTuber, der ist in diesem High-Skill-Bracket und schafft es nicht mehr, vernünftigen Content zu machen, weil jede Lobby anstrengend ist. Das verstehe ich auch zu einem gewissen Grad noch. Viele dieser YouTuber boosten sich jetzt rückwärts oder über Schwestern-Accounts in die absolut potato-protected Schrott-Lobbys. Eddie redet in dem Video von vielen YouTubern auf hohem Niveau, die sich in diese Protected Bot Lobbys reinboosten. Also ich kenne keinen deutschen Streamer-YouTuber, der sowas macht. Ne? Daraufhin kam noch eine Reaktion vom Blackout COD und jetzt wird's richtig interessant. Kugelmagnet Eddie hat darauf schon reagiert. Natürlich werde ich da jetzt nicht nochmal das komplette Video durchlaufen lassen, sondern habe mir einzelne Schnipsel rausgesucht. Könnt ihr euch wie gesagt auch nochmal reinziehen. Titel und so weiter steht alles dabei, falls ihr denkt, ich ziehe was aus dem Kontext. Sowas wird hier nicht gemacht. Sagt er, dass viele Streamer und YouTuber Reverse boosten und die schlechtesten der schlechtesten Gegner in Anführungsstrichen verprügeln. Und der zweite Fakt stieß direkt auf, und zwar, dass er sagt, dass man in diesen schlechten Lobbys, wo man Gameplays erspielt, Behinderte verprügeln würde. So, gehen wir direkt mal auf die erste Aussage ein, zwar, dass viele Content Creator und Streamer Reverse boosten, auch in Warzone. Nur um da einmal kurz einzuschreiten, Kugelmagnet Eddie und auch andere Leute haben niemals das Thema Warzone angesprochen. Du hast schlecht recherchiert und hast dich mit den beiden Videos, die Eddie produziert hat, 0,0% auseinandergesetzt. Das hast du zwar schon auf Twitter klargestellt, dass du mal wieder nicht aufgepasst hast, aber das wollte ich einmal noch auf YouTube sagen. Ich denke, da ist es halt das Hauptproblem, dass viele denken, dass viele bekannte Warzone-Streamer wie Stylers, Phalaxy, aber auch andere große Streamer, die mir gerade nicht einfach in Reverse boosten würden, obwohl sie es halt gar nicht. Ob Stylers und Phalaxy in Warzone Reverse boosten, das habe ich einfach mal über einen COD-Tracker geprüft. Da bin ich die einzelnen Matches durchgegangen und ich kann euch sagen, in den letzten Wochen ist bei Stylers sowie bei Phalaxy kein Reverse-Boosting betrieben worden. Was mich nur stutzig macht bei Stylers, warum der 19 Tage Spielzeit in einem fucking Gunfight-Modus hat. Das verstehe ich nicht. Ich habe mal ein bisschen runtergescrollt. Vor ein paar Monaten hat er da wohl ein paar Nuller-Runden durchlaufen lassen. Keine Ahnung, was das soll. Kann er sich dazu äußern, wenn er möchte. Wenn ich da nicht, ist mir egal. Ein dritten Punkt, den ich eigentlich gar nicht so wirklich ansprechen wollte, aber ist es Cheat, schlechte Lobbys zu boosten bzw. reinzutricksen. Du sagst ja, dass das Umgehen von Spielmechaniken als Cheaten deklariert werden kann. Stimme ich mit dir überein, aber auch nur, wenn es Spielmechaniken sind, die so vom Publisher auch bestätigt wurden. What that is a smaller community of players around your skill level using skill-based matchmaking. Das war David von der Haar. Ich glaube, den solltest du kennen. Das ist der leitende Spieldesigner von Treyarch, der zu Black Ops 2 Zeiten gesagt hat, dass Skill-Based Matchmaking im Spiel integriert ist. Ne? Darüber hinaus kenne ich niemanden, der bisher gebannt worden ist, weil er Reverse-Boosted hat oder schlechten Accounts nachscheint oder mit schlechten Accounts in einer Party spielt. Du könntest ja rein theoretisch auch einfach nur einen Real-Life-Kollegen nachscheinen, der schlecht ist, oder zusammen mit ihnen in einer Party spielen. Das ist ja auch kein Cheaten.
Vollkommen richtig. Wenn ich mit jemandem Schlechtes zusammenspiele, ist ja mein Vorteil durch dieses Skill-Based Matchmaking, dass ich in Lobbys reinkomme, was auch dem Vorteil von dem schlechten Spieler ist, dass beide Gegner auf unterschiedlichem Niveau haben, wie es früher war. Aber da ihr ja die Beweise in sämtlichen Aussagen, Videos und Streams zeigt, was ihr da treibt, dass es kein schlechter Spieler ist, sondern ihr selber hinter dem Account steht, mehr Belege kann Activision nicht haben. Und zwar, dass man im Reverse-Boost-Lobbys nur gegen Behinderte spielt. Dass man im Reverse-Boost-Lobbys nur gegen Behinderte spielt, das hat keiner gesagt. Kannst du mir gerne mal zeigen, wo das steht? Hat kein Mensch was von gesagt. Dass da richtig schlechte Spieler dabei sind, dass da gute Spieler nichts verloren haben. Vollkommen richtig. Gute Spieler haben in Protected-Lobbys nichts zu suchen. Vollkommen richtig. Nur Leute, die da reingehören, haben da was zu suchen. Komplett richtig. Zuerst spiele ich in Cold War so gut wie zu 95% nur die Nuketown-Playlist. Da sind in der Regel nur Leute drin, die viele Kills machen wollen. Auch Noobs spielen Nuketown, weil sie vielleicht Action haben wollen oder so. Oh, dann bezweifle ich, dass da ausschließlich Behinderte in diesen Lobbys dabei sind. Ganz im Gegenteil. Ich streite nicht ab, dass da vielleicht ein, zwei Leute von den 300, 400 Runden, die ich in Reverse-Boost-Lobbys gespielt habe, vielleicht auch körperliche Beeinträchtigungen hatten. Aber der Großteil der Spieler ist normal. Das sind halt Anfänger oder Leute, die einfach kein Talent in COD haben oder nicht unbedingt sehr lernfähig sind. So, aber gehen wir mal davon aus, dass die Hälfte der Spieler in diesen schlechten Lobbys behindert sei. Stellt euch einfach mal vor, ihr spielt gerne Call of Duty. Ihr habt als hobbymäßig einen YouTube-Kanal laufen, wo ihr ab und an mal ein geiles Gameplay hochladet. In euren Augen geiles Gameplay. Und dann kommen welche aus irgendeiner Community oder einfach random Leute, ja, sowas gibt's auch. Und die sagen dann, ja, das sind ja Protected Lobbys und so weiter und so fort. Wieso macht ihr ein Fass auf Twitter mit irgendwelchen Diskussionen? Jetzt mal Real Talk. Die einzig logische Lösung des Problems wäre es gewesen, jetzt zähle ich Leute dazu bei, die sich dadurch angesprochen haben, wie unter anderem Blackout und Milix. Ihr hättet ein Video machen sollen, wo ihr eure Stats analysiert von euren Gegnern und somit eurer Community zeigen könnt, wir spielen nicht gegen Protected Lobbies, sondern gegen Anfänger-Brackets. Wo ist das Problem? Dann hättet ihr einen Proof gehabt und wir hätten uns wochenlange Rumbieferei komplett erspart. Man muss ja wieder irgendein Fass aufmachen. Mein Gott, ey. So, jetzt kommen wir zum Kernstück des Videos, ja? Mein Reverse-Boost-Account, wo ich mir mal nachjoine, der hat eine 0,2er KD, 11 Punkte pro Minute. Ich blende euch hier mal die Stats ein. Das heißt, das ist einer der schlechtesten Accounts, die es... Ich drück mal hier ganz kurz auf Pause. Merkt euch mal die 9 Stunden Spielzeit, die sind nämlich entscheidend. Wahrscheinlich in Cold War gibt. Und jetzt zeige ich euch einfach mal den Durchschnitt aus den letzten 4 Lobbys, die ich gestern gespielt habe. Da habe ich zum Teil meine M16 hochgespielt, dann habe ich mit einer AKU eine Runde reingeschwitzt. Und ja, die Scores, die seht ihr unten in der Beschreibung, da habe ich Screenshots verlinkt. Warte mal, okay, Screenshots wären natürlich gut, weil das hier ist eine Excel-Tabelle, da kann ja alles möglich behaupten. Und wisst ihr, wer Excel-Tabellen erstellt und das als Quelle verwendet? Richtig, Querdenker. Euch gerne reinziehen, da habe ich mal die Gegner einfach getrackt aus 4 Lobbys, die ich da in Reverse-Boost-Lobbys gespielt habe. Das Ergebnis ist ganz klar, wie erwartet, es gibt kein Protected Bracket in Call of Duty. Minimap. Minimap. Look up. Where are you going? I'm right here. What are you doing? I'm right... Hi! es gibt keins. Weil er es nicht erfahren hat. By the way, geile Lache, ne? Aber ich würde dir nochmal empfehlen, das Video von Exclusive Ace und anderen YouTubern, die sich in diese Protected Lobbies reingetraut haben, um das für ein Experiment zu nutzen, nicht um es zu abusen, würde ich dir einfach nochmal empfehlen, diese Videos dir nochmal anzuschauen. Und dann kannst du gerne nochmal ein Video machen oder einen Twitter-Post, was sowieso kommen wird, wo du nochmal sagen kannst, es gibt Protected Lobbies. Doch in welchen Lobbys spielt denn jetzt Blackout seine Gameplays zusammen? Wir wissen es immer noch nicht. Anhand eines Neffen-Accounts können wir es nicht ableiten und wir können es anhand einer Excel-Tabelle noch nicht ableiten. Wenn man gewisse Gameplays von ihm schaut, dann sieht man ganz klar, dass die Gegner da keine Chance haben. Die schießen nicht zurück, die checken nichts, die laufen geduckt rum. Wenn man ein guter Spieler ist, erkennt man das sofort am Movement der Gegner, wie die da rumlaufen, wie die sich bewegen und so weiter und so fort. Das ist natürlich kein Proof. Jeder kann mal einen Dulli-Moment haben. Habe ich auch. Hat Blackout wahrscheinlich auch. Jeder hat mal einen Moment, wo er halt aus seinem Skillniveau mal rausfällt für ein paar Sekunden. Vollkommen normal. Oder dass man mal an einem Gegner vorbeiläuft und ihn nicht sieht. Vollkommen normal. Will ich nicht abstreiten. Deswegen habe ich mir mal von seinem Kollegen Milix die Methoden auf dem Livestream gezogen, wie die Lobbys suchen. Ich habe 3 Livestreams aufgerufen als VOD an 3 unterschiedlichen Tagen.
Da joint er als erstes einmal den Triple nach. Ich glaube, das ist sein eigener zweiter Account. In einem anderen Clip joint er einen Kollegen zweiter Account nach oben in der Süd. Oben in der Süd, der Account, ist auch ein geiler Name, ne? Das ist das einzig Positive an diesen zweiten Accounts, die Namen, ne? Oben in der Süd hat 2 Stunden Spielzeit und eine 0,09er KD, laut COD-Tracker. Könnt ihr auch gerne alles nachgucken. Die Namen sind hier, wie gesagt, offen. Auch die Hashtag-Nummer hinter dem Namen ist offen. Kann jeder alles proofen. Bei dem dritten Tag, den ich mir angeschaut habe, ist er Primes SBMM nachgejoint. Primes SBMM, der Neffen-Account, hat auch eine Spielzeit von 1 Stunde. Hat auch, wie gesagt, wie alle anderen, eine unterirdische KD. Leider konnte ich diesen Triple-Account nicht finden. Ich denke, zu viele Leute heißen einfach Triple. Das hat Blackout ja auch in seinem Video gesagt, dass er nicht jeden Gegner oder jeden Mitspieler in der Lobby finden konnte. Ist ja vollkommen klar. Wenn nicht, kann Milix das gerne nochmal öffentlich machen, aber es trägt eh nichts dazu bei. Doch was uns jetzt noch interessiert, gegen was für Brackets spielen die denn jetzt genau? Und da habe ich mir einfach mal das Scoreboard am Anfang der Runde geöffnet, wo die mit diesem Trick nachgejoint sind. Da haben wir an erster Stelle den Notti 235. Der hat eine Playtime von 1 Tag und 8 Stunden, eine Gesamt-KD von 0,93. An zweiter Stelle haben wir den Sam Crackhill 08, der hat eine Playtime von 18 Stunden, eine KD von 0,49. An dritter Stelle haben wir den Ninja Rider 1, der hat eine Playtime von 8 Tagen um 15 Stunden, eine Gesamt-KD von 1,13. Der sticht bei den anderen komplett raus. Warum ist das so? Meiner Mutmaßung nach, das weiß Minix wahrscheinlich auch gar nicht. Wo er die Lobby gesucht hat, wo er angefangen hat, ist er noch im Lobby-Screen rausgegangen. Und dann ist einer reingejoint. Sprich, durch Minix wird das Skillniveau in der Lobby natürlich angehoben. Der hat außerordentlich gute Statistiken. Und dadurch kann er noch durch einen besseren Spieler als die allgemeine Relevanz in der Lobby resultieren. Und wird dadurch auch noch supported bei seinen Gameplays. Ganz logisch einfach. Dann haben wir den XX Whitehouse XX. Der hat eine Spielzeit von 2 Stunden und 42 Minuten. Der hat eine Gesamt-KD von 0,91. An letzter Stelle haben wir den Moa Watz Alfie oder wie der heißt. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Der hat eine Playtime von 4 Stunden und eine Gesamt-KD von 1. Und das Ganze habe ich dann auch nochmal bei Blackout gemacht. Ich habe mir ein Gameplay von ihm rausgesucht, weil ich habe keinen Livestream von ihm gefunden. Und auf YouTube lädt man natürlich auch nur das Beste vom Besten hoch. Das ist ein Pellington-Video mit Triple Nuclear, Only Sniper. Da habe ich mir einfach mal in der Runde, das ist jetzt auch zugleich eine Anleitung, wie ihr bei eurem Lieblings-Content-Creator rausfinden könnt, in was für Lobbys er spielt, was für eine Lobby das war, ob das gute, schlechte waren. Wir schauen einfach mal. Habe ich mir wieder die Namen geöffnet, habe die einzelnen Leute rausgesucht. Dann haben wir an erster Stelle wieder den Swifty, der auch in Blackouts Team war, dadurch, dass der Neffen-Account rausgegangen ist. Man sieht es im Video nicht, aber ich mutmaße mir an, einfach mal das zu sagen und profitiert dadurch durch einen besseren Spieler. Dann haben wir einen Spieler TR Zone Racing, der hat eine Spielzeit von 20 Stunden, eine 1,12er KD. Dann haben wir noch den Zockstar Larry, der hat einen Tag Spielzeit, eine 1,12er KD. Pickus 92 hat einen Tag Spielzeit, 0,8er KD. Dann haben wir Fresh Prince AM, 10 Stunden Spielzeit, 0,8er KD. Slot Crew 2014 hat 19 Stunden Spielzeit, eine 0,9er KD. Annika Maracuja hat 10 Stunden Spielzeit, 0,46er KD. Allpay hat einen Tag Spielzeit, 0,56er KD. Und zu guter Letzt, Josh Dubb hat eine Playtime von 17 Stunden und eine 0,53er KD. Nebenbei habe ich noch geschrieben, wie viel Kills die Minute die machen. Ich habe aber nicht die Anzahl hingeschrieben, sondern den Prozentsatz. Das T steht für Top 47% und das B steht für Bottom. Also untere 7%, untere 5%, untere 3%. Weil das für mich jetzt nochmal entscheidend war und ich denke, dass es auch entscheidend ist, wie viel Kills der jeweilige Spieler in den Minuten macht. Sprich, alle Spieler zusammen, die ich rausfinden konnte, weisen eine Durchschnitts-KD von 0,8 auf in der gesamten Lobby. Aber was uns jetzt interessiert, wie haben diese Leute gegen Blackout abgeschnitten? Dafür müsst ihr euch einfach mal den Endscore der Runde anschauen. Den zeigt er hier auch perfekt am Ende der Runde. 127 zu 12. Dann bin ich in COD-Tracker reingegangen, in Matches und habe mir ungefähr das Upload-Datum rausgesucht. Mithilfe des Endscores von 127 zu 12 konnte ich mir das ganz einfach raussuchen. Ihr seht das auch nochmal, 127-12 hat der Blackout gespielt am 23. Januar. Dann ist es wichtig, einmal das Datum zu kennen. Wie gesagt, der 23. Januar um 11.54 Uhr.
Dann geht ihr in den COD-Tracker, sucht euch da die Gegner von dem jeweiligen Content-Creator raus, in dem Falle Blackout bei mir, sucht den 23. Januar um 11.54 Uhr. Und wenn diese Runden übereinstimmen, dann weiß man sogar zu 100%, dass es die Gegner waren. Cooler Proof, ne? Doch jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie diese Leute gegen Blackout gespielt haben. Der erste im Gegnerteam hat einen 11:36 erspielt. Schlussfolgerig eine 0,31er KD. Die liebe Annika hat ein 8:39 gespielt mit einer 0,21er KD. Der nächste hat sage und schreibe ein 14:53 erspielt und kommt aus der Runde mit einer 0,26er KD. Und zu guter Letzt, der letzte Spieler hat ein 4:22 erspielt mit einer Gesamt-KD aus der Runde von 0,18. Also ich kann mit Proof und mit gutem Gewissen sagen, dass Blackout sowie Millix in absoluten Anfängerlobby spielen. Das ist Fakt, das könnt ihr nicht widerlegen. Wenn ihr mal eine Lobby habt, die vielleicht ein bisschen mehr Playtime hat, dann ist es selbstverständlich keine Anfängerlobbys, aber zum größten Teil mit diesem Trick, den ihr anwendet, kommt man in die absoluten Anfängerlobbys. In Anfängerlobbys, um das einmal festzuhalten, da sind Anfänger drin, die keine Ahnung von der Karte haben, keine Ahnung von den Aufsätzen haben, keine Ahnung von irgendwas haben in diesem Spiel, von irgendwelchen Waffen, gar nichts. Und die werden mit diesem Trick halt abused. Also spielt Blackout gegen Anfänger. So, ich denke, das war's mit dem Cold War-Thema. Das Thema können wir beenden, da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Jetzt kommen wir aber zu meinem absoluten Highlight des Videos, wo ich mich auch schon richtig drauf freue und sich wahrscheinlich auch schon viele andere rüber freuen. Nämlich zu Call of Duty Warzone, das Cheater-Paradies für alle Streamer und YouTuber. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Fragen an die Community. Hattet ihr schon mal das Gefühl, dass bei x-beliebigen Streamern die Gegner wie Bots rumlaufen und in euren Diamond-Lobbys die Gegner jeden verdammten Schuss hitten? Ich sage, ihr seid komplett im Recht. Hattet ihr schon mal das Gefühl, dass x-beliebige Streamer oft in Gold-, Bronze-, Silber-Lobby spielen, obwohl ihr mit vielleicht einer KD wie bei mir mit 1,5 den ganzen Tag Diamant- und Platin-Lobbys habt? Da sage ich, das Gefühl kenne ich. Hattet ihr schon mal das Gefühl, dass die Streamer Reverse boosten in ihren Streams? Doch da muss ich euch leider enttäuschen. Das ist nicht zwingend notwendig, um schlechte Lobbys zu finden. Ich präsentiere euch jetzt einen Cheat, womit man das SBMM in Call of Duty Warzone umgehen kann. Der YouTuber Rara, den ich auch in das Intro reingeschnitten habe, hat jemanden exposed mit dem Neffentrick in Call of Duty Warzone. Das ist aber nicht der Trick der Tricks. Das wäre viel zu einfach. Damit sind sämtliche Proofs bewiesen. So einfach ist es nicht. Diese Methode, die ich euch jetzt zeige, die könnt ihr von jedem Gerät aus verwenden. Egal, ob es eine PlayStation, eine Xbox oder ein PC ist. Ihr könnt es auf jeder Plattform machen. Und auf Konsolen ist es sogar noch viel, viel einfacher zu verstecken. Viel, viel einfacher. Diesen Trick, den ich rausgefunden habe, der gibt euch die Möglichkeit, jede bis dritte, vierte Runde die Lobby zu finden, die ihr haben wollt. Ganz klare Kiste. Wenn ihr am liebsten Bronze spielen wollt, dann müsst ihr gewisse Sachen halt eintippen, sage ich mal. Und wenn ihr Silber spielen wollt, dann müsst ihr halt gewisse andere Sachen eintippen. Und wenn ihr nur Gold spielen wollt, dann müsst ihr halt auf Gold-Lobbys setzen. Ich kann das jetzt, versuche das ein bisschen so zu umschreiben, weil ich kann auch keine Namen nennen. Ich kann keine Proofs geben, weil dann weiß jeder, wie die Methode funktioniert. Und wie gesagt, wir haben dann in ein bis zwei Wochen sämtliche 50-plus-Gameplays, weil wir wissen, wie die Call of Duty Community vor allem auf Social Media tickt und auf YouTube. Da wird sämtlicher Cheat abused. Deswegen kann ich leider keine Namen nennen. Ich werde auch keine Andeutungen machen. Wie gesagt, es gilt, wer sich angesprochen fühlt, der fühlt sich halt angesprochen, ne? Aber sicherlich denkt ihr jetzt, worauf kann ich denn achten bei meinen Streamern, die cheaten, die Tricks ausnutzen und so weiter und so fort. Das könnt ihr nicht. Sie können live streamen, sie können in der Runde bleiben, sie können die Runde verlassen, sie brauchen nie aus dem Spiel raustappen. Ein offener Taskmanager oder eine Kontrolle über die ganzen Dateien im PC, die reichen nicht aus. Wenn man wirklich zu 100% einen Beweis haben möchte, dann muss man nach demjenigen Streamer nach Hause fahren und den seine ganze Bude auf den Kopf stellen, sämtliche PCs auseinandernehmen, sämtliche Speichermedien von USB-Sticks hin bis zu externen Festplatten, die müsste man komplett auseinandernehmen. Aber es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Es gibt viele Methoden, um diese Lobbys zu erzeugen. Viel zu viele. Warzone ist definitiv tot. Jedes Turnier-Gameplay kann ercheatet sein. Man kann ab sofort jedes Gameplay prüfen und die Average-KD sowie die Liga hinterfragen, wenn sie nicht der Norm entsprechen, wo diese Streamer und YouTuber spielen sollten. Zu Recht. Hier zeige ich euch nun,
mein Profil auf SBMM Warzone, was ich euch unten auch verlinken werde, sowie den COD-Tracker und alle Lobbys, die ich euch gleich zeigen werde, in diesem Profil. Ihr könnt da gerne drauf gehen, ihr könnt da alles auseinandernehmen, ihr werdet die Lösung nicht finden. Und wie gesagt, verkneift euch die Spekulation und die Mythen in den Kommentaren niederzuschreiben. Und ich bin definitiv keine Plattform für irgendwelche fucking Cheater. Links und rechts seht ihr einmal die gewisse prozentuale Einteilung der gewissen Ligen, Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant. So können sich Leute, die diese Seite nicht kennen, mal einen groben Überblick bilden, in was für Lobbys jeder eingestuft wird. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht das beste Profil. Ich hatte am Anfang ziemliche Schwierigkeiten mit Warzone, weil es halt einfach was komplett anderes ist als im Multiplayer. Da muss man halt mal ein bisschen defensiver spielen oder halt das Spiel erstmal kennenlernen. Deswegen habe ich auch nur eine 1,47er KD, aber alles auf Diamond. Und in welchen Lobbys sollte ich denn jetzt meinem Skills nach spielen? In Diamond und in Platin. Ab und zu vielleicht mal eine Gold. Würde ich einfach mal behaupten. Auch wenn ich vielleicht einmal die Woche oder zweimal die Woche eine Goldlobby bei mir habe. Aber bevor ich euch diesen Trick jetzt verrate, ihr seht es auch schon. Viermal Bronze, einmal Silber, viermal Gold, siebenmal Platin, viermal Diamant. Das ist ein Durchschnitt. Das ist ein gecheateter Durchschnitt. Da werde ich auch noch gleich zu kommen. Aber jetzt tut mir den Gefallen und geht nicht nach jedem Streamer hin, der vielleicht einmal oder zweimal in der Woche eine Bronze- oder eine Silberlobby hat. Geht zu den Leuten hin, die jeden Tag Gold, Silber und Bronze Runden spielen, die nichts in diesen Runden verloren haben. Nichts. Das Skill-Based Matchmaking in Warzone ist so präzise eingestellt, dass man fast nur Leute auf seinem Skillniveau finden kann. Hier seht ihr auch die einzelnen Runden, die habe ich hier mal im Hintergrund reingeschnitten. Silber, Bronze, was für Leute damit gespielt haben, das könnt ihr alles proven, das wird euch nicht zum Ziel führen. Entweder weißt du den Trick oder du weißt ihn nicht. Und wie gesagt, es gibt viele Methoden, solche Lobbys herbeizurufen. Das ist nicht nur eine oder zwei, das sind bestimmt 5, 6 Tricks. Und um euch das mal zu proven, bin ich selbstverständlich bei mir im COD-Tracker reingegangen und wollte euch einmal meine vergangenen Matches zeigen und auch widerspiegeln, dass ich in keinster Weise in Cold War sowie in Warzone und im normalen Modern Warfare Modus Reverse Boosted habe, bevor ich diese Lobbys betreten habe. Das könnt ihr anhand des Datums, an der Zeit und an den Runden erkennen, dass das nicht der Fall ist. Jetzt habe ich für euch mal die erschreckendsten Beispiele aus diesen Lobbys rausgesucht. Ich werde euch oben die Average KD der Lobby einblenden, sowie die Liga, wo dieses Spiel drin entstanden ist. Falls ihr mir nicht glaubt, wie gesagt, unten in der Beschreibung sind alles Links, die ihr proven könnt. Und ich nehme euch vorweg, selbst in Gold 3 Lobbys laufen die absoluten Schrottspieler rum. So, wir schauen uns das Ganze mal an. Mein Ziel war es außerdem nicht, diese Gameplays aussehen zu lassen, als wären das ein 50-60 Plus Gameplay. Ich wollte euch zeigen, wie diese Gegner rumlaufen. Und das wirst du in keiner Diamant-Lobby finden. Das wisst ihr auch. Das ist unmöglich zu finden. Deswegen war mir die Reaktion von den Gegnern absolut wichtig. Und so ein Gameplay schauen wir uns jetzt mal an. Das hier ist eine Gold 3 Lobby mit einer Median-KD von 0,6 und einer Average-KD von 1,09 mit 99% Available Players. Das ist eine Gold-Lobby. Nur um das mal festzuhalten, ne? Das ist jetzt keine Bronze-Lobby. So, der läuft da lang. Den habe ich easy weggeholt. Gut, der kann nichts machen. Der wurde von hinten erschossen. Alles easy. Den nächsten habe ich auch so weggelasert. Kein Problem. Keine Ahnung, warum der da jetzt so doof rumgehüppelt ist. Der müsste doch eigentlich checken, dass der Schuss von, aus seiner Perspektive ist das, glaube ich, rechts oben kam. Keine Ahnung, was der da gemacht hat. Aber es wird noch viel, viel besser. Wir schauen einfach mal. Jetzt warte ich, bis der Dritte kommt und ich möchte gerne seine Reaktion auf meine Schüsse sehen, wie er handelt. Der steht da jetzt ernsthaft stehend einen wieder. Der belebt da gerade im Stehen einen wieder. Das macht kein Mensch. Vor allem so offen, der hat keinerlei Deckung. Nur diese Kiste. Ich schieße ihn an. Es kommt keine Reaktion. Gar nichts. Dann versucht er sich hinzulegen, rumzurobben und läuft sogar noch in meine Richtung und dreht mir den verdammten Rücken zu. Das sind die absoluten Bot-Schrott-Lobbys. Das erschreckendste Beispiel konnte ich in einer Bronze 4 1% der schlechtesten Schrottspieler in Warzone spielen. Mit einem Median-KD von 0,65 und einer Average-KD von 0,63. Das sind absolute Schrottlobbys. Schaut es euch selbst an. Wie gesagt, ich wollte gucken, wie die Gegner reagieren.
Der war in dem Raum, ich habe ein bisschen reingeschossen, gut. Jetzt will ich aber gucken, was mein Mate macht. Was macht mein Mate, dieser Cook Chief, oder wie der heißt. So, Cook Chief rennt da rein. Der rennt aber nicht komplett durch, der rennt nur in diesem Vorraum und guckt sich da drin um. Seht ihr das? Was soll das sein? Und der Typ ist da immer noch drin, das werdet ihr gleich sehen. Guckt euch das an. Der sitzt da. Jetzt kommt er um die Ecke, bam, weg ist er. Ist das krank, ey. Ist das armselig. So, bin leider gestorben, weil ich zu sehr die Leute verarscht habe. Geh wieder rein. Lande einfach mal oben auf dem Dach, einfach mal zu gucken. Spring da so rein, ich weiß ja ungefähr, wo die Leute sind. Und dann habe ich einfach mal geguckt, wo die Gegner sind. Ah, da läuft einer, den habe ich angeschossen, keine Reaktion. Guckt in eine falsche Richtung. Schieße ich nochmal an. Jetzt guckt er langsam mal nach oben. Ist das armselig. Der Gegner hat nicht einen Schuss gehittet in der Diamantlobby. Da wäre mein Kopf schon weg gewesen. Hier der nächste. Läuft an mir vorbei. Okay. Dreht sich absolut langsam um. Easy Kill. Nehme ich locker mit. Jetzt kommt der zweite hochgelaufen. An der Seite, an der Leiter. Seht ihr gleich. Auf den schieße ich jetzt. Er springt nach vorne, weiß, wo ich bin und dreht mir den Rücken zu, dass ich ihn easy umhauen kann. Was ist hier los? Was ist das für eine Bot-Lobby? Da steht er immer noch. Habt ihr gesehen, wie lange der braucht, bis er mal die Shots hittet? Absolut unmenschlich, diese Lobbys. Und da seht ihr, man findet selbst mit diesem Trick in Gold-Lobbys die absoluten Schrottgegner. Sowie in Bronze-Lobbys, da hat man die Chance, die 1% der schlechtesten Spieler zu finden. Auf der Average KD bezogen. Und ich hoffe, dass Eddie sowie Shappy noch ein Video dazu machen, dass dieses Thema noch mehr Reichweite generiert. Gegen was für Bots ihre Idole alle spielen. Ich bin außerdem bereit, Eddie sowie Shappy sämtliches Gameplay-Material zur Verfügung zu stellen, sie in diese Methoden komplett einzuweihen, falls sie das möchten. Und ich hoffe einfach nur, dass dieses Thema mehr Reichweite bekommt. Falls euch Streamer auffallen, die so sind, könnt ihr mir das gerne über Twitter schreiben. Am besten mit Beweise und mit dem genauen Tag. Dann kann ich mir das mal anschauen. Steht endlich zu euren Taten wie Männern und verarscht eure Zuschauer nicht. Bleibt sauber. Stay true.